So, kämen wir im nächsten Schritt zum Zielplanungs- und Erreichungssystem. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese vier Quadranten von der Eisenhower-Methode. Schnee von gestern. Aber jetzt die, also dringend, wichtig, genau, dringend und wichtig sind die zwei Achsen. Und daraus ergeben sich, es gibt dringende und wichtige. Es gibt welche, die nur wichtig sind. Es gibt welche, die nur dringend sind. Und es gibt Ablage P. Aber jetzt die Frage, in welcher dieser Quadranten solltet ihr denn am häufigsten arbeiten? Einverständnis? Nicht zu viel wichtig und dringend, weil dann ist ja nur noch dein eigenes Spaß. Aber wichtig, nächster Punkt. Ja, dringend, deswegen ist wichtig ja im Prinzip weitaus besser. Ja. Weil wichtig, dringend ist gleich Stress. Ja. Wichtig und dringend wäre eigentlich nicht proaktiv, sondern reaktiv. Ja. Genau. Super. Also, alle Antworten sind richtig. Also, wir sollten hauptsächlich uns um die wichtigen Aufgaben kümmern und die sind eben am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten, weil im Unternehmen, da ruft der Kunde an und wenn der auf der Matte steht oder am Telefon ist, dann ist das dringend. Das hält dich eigentlich von deinen wichtigen Aufgaben ab. Das ist, dass du die auch machen musst, ist klar, aber im Prinzip wichtig sollte Priorität haben. Und wenn du es gut dir einrichtest und eben genug Aufgaben übergibst, jetzt nochmal den Unterschied zwischen übergeben und delegieren. Delegieren heißt, du sagst deinem Manager, seh mal zu, dass der Vertrieb auf Trab kommt. Und dann kommt der dann schickt er seine Vertriebsleute auf ein Vertriebstraining und dann kommt er zurück. So, jetzt sind die Vertriebsleute trainiert, jetzt müsste es eigentlich besser klappen. Jetzt musst du dem als nächste Aufgabe geben, dann lass ihn mal die Kunden durchtelefonieren. Wenn du aber die Aufgabe übergibst, dann hat der Manager die Verantwortung dafür, dass hinterher mehr Umsatz gemacht wird, dass mehr beim Kunden akquiriert wird, dass mehr Aufträge da sind. Und das Übergeben, je mehr du es schaffst, in deinem Unternehmen zu übergeben, umso seltener schlagen bei dir dringende Aufgaben auf, weil da, wo sie aufschlagen, der hat selber die Verantwortung dafür und kann selber reagieren. Also mit dem Übergeben der Aufgaben übergibst du auch die Kompetenz, selber frei zu entscheiden. Und dann reduziert sich die Anzahl der Rückfragen, die du kriegst, um dich von deinen wichtigen Aufgaben abzuhalten. Jetzt haben wir allerdings ein Problem und das ist genetisch bedingt. Unsere Vorfahren in der Steinzeit, die haben einen Faustkeil bearbeitet, weil das war nun mal eine wichtige Aufgabe. Dann kam der Säbelzahntiger und der eine, der dachte, dass ich diesen Faustkeil hier fertig kriege, ist wichtig. Der ist gefressen worden. Der andere, der den Faustkeil halb fertig genommen hat, ihn den Säbelzahntiger an den Kopf geschmissen hat und ist möglichst schnell auf den Baum geklettert, der hat sich nach dem Dringenden gerichtet, der hat überlebt. Aufgrund der natürlichen Selektion passierte dann was? Wir sind alle genetisch vorbelastet, dass wir uns hauptsächlich und am liebsten und als erstes um das Dringende kümmern. Passiert zum Beispiel, du machst morgens den Laptop auf, schaltest ihn an, klickst in die E-Mails rein
und siehst, oh, das sind ein paar Kundenanfragen, aber die muss ich natürlich sofort beantworten. Du hast vergessen, dein Fitnesstraining zu machen, du hast deine Denkzeit vergessen, du hast vergessen, deine Erfolge aufzuschreiben, du hast vergessen, naja, alles, was halt so wichtig war. Zu frühstücken? Tja, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus? Hat jemand eine Idee? Routine. Routine? Klingt gut. Jemanden für eine E-Mail. Delegieren oder besser übergeben? Stefan hat an der Stelle das schöne Bild gemalt. Etwas Dringendes erkennst du daran, dass es in der Tür steht und zwei Beine unten dran hat. Der Trick ist, die Sachen, die wichtig sind, dringend zu machen. Das heißt, du suchst dir jemanden, der dir bei deinen wichtigen Sachen Druck macht. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Nachfolger des Unternehmers. Den nennt der Stefan Herrn Bertram. Also der Gecoachte beauftragt einen anderen Unternehmer, die Rolle des Stellvertreters deines Unternehmensnachfolgers zu übernehmen. Das kann man paarweise wechselseitig füreinander tun, kann die Sache aber durchaus ein bisschen verwässern, weil der eine tut dem anderen Gefallen und der andere dem einen. Von daher sucht euch lieber jemanden als potenziellen Unternehmensnachfolger beziehungsweise als seinen Vertreter, mit dem ihr keinen wechselseitigen Deal machen könnt. Diese Person hat die Aufgabe, im Prinzip deine wöchentlichen Aktivitäten zu tracken und zu sagen, hast du am oder hast du im Unternehmen gearbeitet? Sprich, wird deine Arbeit mir einen Nutzen geben, wenn ich deinen Laden eines Tages übernehme? Und das ist die Brille, durch die der schauen muss und deine Tätigkeiten Woche für Woche oder je nachdem welchen Zeitrahmen, also so eine wöchentliche oder am Anfang eine wöchentliche, später dann vielleicht ein monatliches Review, macht da durchaus Sinn. Der bewertet, hast du Unternehmeraufgaben gemacht? Und was sind die Unternehmeraufgaben, die du bis zu unserem nächsten Gespräch ausführen möchtest? Oder bist du wieder in deinen Fachkraftaufgaben abgesoffen? Das ist eigentlich eine Mastermind zu zweit. Eine Mastermind zu zweit, genau. Und das ist einfach der Trick. Und zunächst einmal, wenn du es nur als Mastermind machst, dann ist der Typ natürlich ein Pappkamerad, der keine Einflussmöglichkeiten hat. Wenn du ihm die Power geben möchtest, dann legst du ihm auch jede Woche oder jeden Monat die Zahlen vor und er bewertet an dem, wie gut du deine Unternehmeraufgaben gemacht hast, gibt er dir einen Teil deines variablen Gehalts, sagt, okay, Unternehmeraufgaben zu 100% erfüllt, 100% Bonus, du bist übers Ziel hinausgeschossen, 150% Bonus, du hast nur 30% davon gehabt, also kriegst du diesen Monat nur dein Grundgehalt plus die 30%. Und das entscheidet der dann aus dem Bauch. Und das ist ein ziemlich radikales, aber extrem wirksames Mittel, um dich auf Spur zu halten. Und wenn das natürlich jetzt noch ein Unternehmer ist, der selber unternehmerisch noch einen Schritt weiter ist als du selber, dann hat das natürlich einen ganz besonders großen Nutzen, weil er eben nicht nur abcheckt, wie gut du Unternehmeraufgaben erfüllt hast, sondern er eben auch Anleitung geben kann und sagt, also nach meiner Wahrnehmung entsteht an dieser und jener Stelle bei dir jetzt der nächste Engpass. Das ist das, was wir bis zum nächsten Mal bearbeiten müssen. Weil aus diesem Grund wächst du persönlich oder wächst dein Unternehmen nicht mehr weiter.
Und auf die Art und Weise hast du eben deine Unternehmensentwicklung dringend gemacht. Und damit bleibt es leicht, oder damit haben wir unsere genetische Vorprägung überlistet, so dass wir das Wichtige als dringend empfinden. Und wenn du weißt, dass der dich in einer Woche oder in 2 Wochen oder in 4 Wochen wieder kontrolliert und dass es im Zweifelsfall an den Geldbeutel geht, das ist für die meisten oder sollte für die als Unternehmer tauglich sein, sind, ein ganz guter Hebel sein. Eine andere Möglichkeit in einer Mastermind, das zu machen, ist eben für langfristigere Ziele, wie ich es am Anfang schon mal gesagt hatte, sich eine Belohnung und eine Strafe zu überlegen. Ich würde sagen, was du gemacht hast, würde eher das gleiche sein. Die, ich glaube, ich spende an irgendwas, was ich nicht mag. Genau. Die Strafe sollte auch so sein, dass die nicht kein ernstzunehmender Ausweg ist. Also soll richtig wehtun. Ja. Ja, gut. Ja. Also diese 2 Mechanismen gibt es da, wobei der Herr Bertram eben neben dem Controletti auch noch ein Coach sein kann und sollte. Und zwischendrin den anzuheben, anzurufen und zu sagen, hier Kumpel, es läuft aus dem Ruder, hast du nicht eine Idee, ist durchaus legitim. Okay, gut, dann wär's das zu dem Thema. Also mir haben die Methoden, die in den beiden Büchern und auch in den beiden Seminaren, die ich ja besucht habe, unheimlich viel gebracht. Das war, also das Thema Zielgruppe ermitteln aus deinen Lieblingsmenschen, das war etwas, was mir in der Neurostrategie, also in dem 2. Buch, die Kunst, deine Kunden zu lieben. Das Buch geht aber noch tiefer an die ganzen Dinge rein. Das sind beides, also beides Geschichten, die aus dem Dialog zwischen Unternehmer und Unternehmensberater sind. Und in beiden Fällen gibt es so einen Herrn Bertram, der hinten dir im Nacken steht und dir im Zweifelsfall den nochmal einen Kick gibt. Ja. Also die Methoden sind in beiden Büchern mehr oder minder beschrieben, wobei die psychologische Komponente der Zielgruppe bestehend aus Lieblingsmenschen mehr im 2. Buch kommt. Das 2. Buch heißt Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Und das Seminar dazu ist die Neurostrategie. Du hast auch in beiden die Hörbücher oder so? Ich habe beide Hörbücher und ich habe beide Seminare besucht. Weil Seminar ist einfach nochmal, Hörbuch ist, um sich reinzudenken und das Prinzip zu verstehen, okay, aber sich ein Wochenende oder 3 Tage lang mit einer Gruppe von anderen Unternehmern einzuschließen, das hat eine ganz andere Energie. Und in der Neurostrategie wird dann auch eine Firmenmission und eine Firmenvision entwickelt. Und ja. Meinst du, du kriegst beide Hörbücher irgendwie ran? Verteilen? Mal schauen.